Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie meine Homepage besuchen. Ich möchte heute etwas erzählen über meine Arbeit als menschenrechtspolitischer Sprecher der FDP-Fraktion. Für die Liberalen sind die Menschenrechte ein ganz wichtiges Thema. Es geht darum, dass Menschen auf der ganzen Welt das Recht haben, sicher zu leben, frei von staatlicher Verfolgung, dass sie ihre Meinung sagen dürfen, dass sie Vereine und Parteien gründen dürfen. Und es ist auch Aufgabe der deutschen Außenpolitik, darauf zu achten, dass das in allen Staaten der Welt gewährleistet ist. Aber wir können natürlich als Deutsche im Ausland nicht nur von anderen verlangen, dass sie die Menschenrechte achten. Deswegen ist für uns Liberale besonders wichtig, dass Deutschland auch zu Hause hier bei uns die höchsten Standards bei Menschenrechten einhält. Ich sitze hier mitten in Berlin am Reichstagsgebäude, da wo früher die Berliner Mauer stand. Und das erinnert mich daran, dass wir in Deutschland vor noch nicht allzu langer Zeit einen Staat hatten, der Menschen, die auf die andere Seite dieser Mauer wollten, einfach erschossen hat. Ein Staat, in dem Menschen, die eine andere Meinung hatten als die regierende Partei, ins Gefängnis gekommen sind. In vielen Ländern auf der Welt ist das heute noch so. Und deswegen ist es auch wichtig, dass deutsche Politiker im Ausland, wenn sie in solchen Ländern sind, das auch ansprechen und nicht nur über Themen wie Wirtschaft oder Urheberrecht sprechen. Denn ein Land, das seine Menschen nicht achtet, kann weder wirtschaftlich noch kulturell erfolgreich sein. Das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Für uns Liberale ist es deswegen ganz wichtig, dass wir oft im Ausland sind und dass wir gerade das Thema Menschenrechte immer wieder ansprechen und zum Teil auch kritisch ansprechen. Ich werde immer wieder gefragt, was können wir eigentlich von Deutschland aus machen, um Menschenrechte auch durchzusetzen. Und das ist viel mehr, als wir meistens glauben. Schon dadurch, dass wir uns um ein Problem kümmern, dass wir auch ein Land anprangern, wenn es Menschenrechte verletzt, erreichen wir viel für die Betroffenen. Denn es steht kein Land gerne am Pranger. Und deswegen leben Menschen immer dort sicherer vor Verfolgung, wo der Staat auch von der Öffentlichkeit beobachtet wird. Das ist unsere Aufgabe. Aber es war gerade auch Deutschland, was durchgesetzt hat, dass es einen Strafgerichtshof gibt, wo Kriegsverbrecher verfolgt werden, und zwar egal, wo sie ihre Kriegsverbrechen begangen haben. Nirgends auf der Welt sind Kriegsverbrecher heute sicher. Das beweist, dass wir in vielen Bereichen wirklich erfolgreiche Menschenrechtsarbeit machen können und dass Deutschland auch ein Land ist, was weltweit Einfluss ausüben kann, damit Menschen sicher leben können.